Jo Leute, was geht? Next Day Unit wieder am Start und zwar heute mit einem neuen Video. Heute geht es mal um ein sehr, sehr wichtiges Thema, was demnächst in GTA Online passieren wird. Aber vorher wollte ich euch noch kurz fragen, wie ihr so aktuell meine Videos findet. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr meine Videos findet, also ob ihr sie gut findet oder schlecht findet oder ob es Verbesserungen gibt. Wenn ja, schreibt einfach mal in die Kommentare eure Meinung dazu. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Aber reden wir nicht um den heißen Brei herum und fangen direkt mit dem Video an. Und zwar hat Rockstar Games mal wieder ein neues Anti-Cheat-System. Dieses wird höchstwahrscheinlich nach dem Gunrunning DLC eingeführt, beziehungsweise kurz nach der Veröffentlichung eingeführt. Ich habe euch mal den Newswire-Post dazu in der Videobeschreibung verlinkt. Das Ganze ist nämlich kein Fake. Das Anti-Cheat-System wird hauptsächlich auf dem PC stattfinden. Dort ist es nämlich so, dass dort momentan ziemlich viele Modder umherlaufen, die den Spielern immer Geld geben. Und dieses Geld, was ihr von Spielern bzw. von Moddern bekommt, wird demnächst von euren Accounts abgezogen. Es wird nämlich auch so aussehen, dass zum Beispiel, wenn ihr jetzt zum Beispiel von einem Modder 10 Millionen oder 5 Millionen auch nur bekommt, wird euch das ganze Geld wieder abgezogen. Das wird auch passieren, wenn ihr jetzt von einem Spieler Geld bekommt und ihr jetzt davon zum Beispiel Autos kauft, wird euch das Geld auch abgezogen. So, wie könnt ihr euch jetzt dagegen sichern? Sichern könnt ihr euch dagegen, indem ihr einfach jetzt ganz viele X80s kauft, also möglichst teure Autos kaufen und die dann einfach nach der Bannwelle, also nach dem Anti-Cheat-System wieder verkaufen. So habt ihr nämlich erstmal eine, sag mal, Geldanlagerung, wo ihr Geld sichern könnt. Das Anti-Cheat-System wird außerdem auf den Konsolen, also der PS4 und der Xbox One, eintreffen. Das wird dort ein wenig anders aussehen. Und zwar will Rockstar Games mal wieder das Geld von den Unlock-All-Accounts löschen. Und wie ihr genau das umgehen könnt, dass euer Geld von den Unlock-All-Accounts nicht gelöscht wird, zeige ich euch jetzt. Und zwar geht ihr dazu erstmal an euren PC und müsst euch beim Social Club anmelden. Nun geht ihr einfach auf Einstellungen. Wenn ihr dann dort seid, geht ihr einfach auf verknüpfte Konten und dort geht ihr einfach auf Verbindungen aufheben. Also müsst ihr einfach die Verknüpfung von eurem Account beim Social Club aufheben. Nun kann Rockstar Games nicht mehr nachverfolgen, was ihr für Aktivitäten macht. Und das ist eigentlich ziemlich gut und ihr seid, gleich mal, so ziemlich sicher, dass ihr nicht gebannt werdet. Des Weiteren wollte ich noch ganz kurz über das Gunrunning DLC reden. Und zwar habe ich in einem Forum gelesen, dass ein Rockstar Games Mitarbeiter bzw. ein Rockstar Games Insider geschrieben hat, dass der Trailer zum Gunrunning DLC schon diese Woche Donnerstag veröffentlicht werden soll von Rockstar Games, also schon übermorgen. Das Update soll dann wohl auch schon die Woche drauf am Dienstag veröffentlicht werden, was auf jeden Fall ziemlich geil klingt. Ich bin auf jeden Fall richtig über das Update gehypt. Wenn ihr auch so gehypt seid wie ich, schreibt es mal in die Kommentare rein. Auf jeden Fall werde ich euch noch die Infos von dem Forum, wo ich es gelesen habe, in der Videobeschreibung verlinken. Aber das war es erstmal fürs Video. Wenn es dir gefallen hat, dann lass so ein Like da. Und dann bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao.